Dr. Fritz Felgentreu, Mitglied des Bundestages für den Wahlkreis Neukölln, unterstützt den Aufbau des ersten Tageshospizes für Erwachsene in Berlin. Herzlich willkommen in Neukölln. Wir sind hier am Eingang zum Comeniusgarten in der Richardstraße im Herzen des Ortskerns von Alt-Rixdorf. Und es ist einfach ein besonders schöner kleiner Park, in dem sich der gesamte Lebenszyklus vom vorgeburtlichen Leben bis zur Zeit nach dem Tode ausdrückt. Einer meiner Lieblingsorte in Neukölln. Wir haben ein neues Familienmitglied, eine kleine Katze, Lissy, die immer noch dabei ist, unsere Wohnung zu erkunden. Und die hat mir neulich einen Moment geschenkt, der mich sehr zum Lachen gebracht hat. Ich nenne sie auf dem Foto unsere Kosmonautenkatze. Sie erkundet gerade die Waschmaschine. Diesen Moment der Freude über ein kleines Tier möchte ich gerne weiter verschenken. Das Tageshospiz in Neukölln halte ich einfach für eine sehr, sehr gute Idee. Wir wissen alle, wie wichtig den Menschen ist, dass sie gerade in ihrer letzten Lebensphase einen Ort haben, an dem sie sich sicher und gut betreut fühlen können. Wir wissen auch, dass die Hospizplätze oft nicht ausreichen und dass viele Menschen auch körperlich noch so gut zu Wege sind, dass sie tatsächlich so ein Tageshospiz auch nutzen können. Ich halte das für ein ganz großartiges Projekt und möchte es sehr gerne unterstützen. Bereits mit einem Euro können Sie helfen. Klicken Sie einfach auf den Link unter dem Video. Dort können Sie schon heute Ihren Euro spenden. Wenn du jetzt sofort einen Augenblick spenden könntest, welchen würdest du geben?